So, und da sind wir auch wieder in einem mittlerweile sogar neuen Part, wie ich festgestellt habe, weil genau in dem Moment, in dem ich auf Pause gedrückt habe, habe ich festgestellt, oh, ich habe gerade ungefähr 21 Minuten, da kannst du ja auch gleich einen Part-Cut machen. So, wir hatten gerade diese nette Unterhaltung am Pokémon-Platz, Turtok Octillery und Geobatz wollen das mit Groudon erledigen. Wir hingegen machen jetzt erstmal eine Escort-Mission. Was müssen wir... Oh Gott, wir müssen einen Wurmple eskortieren. Hilfe. Ja, ob das was wird... Also One-Hit ist das Viech da drin so oder so. Zwei Belebersamen bis Ebene 6. Ach Gott, wenn das schon wieder so anfängt. So. Wie viele Runden schlafe ich jetzt schon? 7? Wurmple hat genau 10 KP. So, und jetzt bitte lass nichts kommen, während ich hier schlafe. Immer mit ihrem Gähner. Da haben wir eine TM-Anziehung. Drei Treppen noch und dann haben wir zumindest das Schlimmste geschafft. Noch eine TM. Oh, ein Kraftband. Das gebe ich mal Chrissy anstatt für den Passivschal. Hier geht's hier gut. Nö. So. Hier ist die Treppe. Sind wir schon auf Ebene 4. Da ist die Treppe. Kraftband, das ist auch schön. Ebene 5 und gleich Ebene 6. Und jetzt müssen wir nur noch das Leta King finden. Im Moment sind die gar nicht fixiert, oder? Ach ja, stimmt, hier habe ich ja hier hingelegt. Köpfe durcheinander gebracht. Da unten liegt auf jeden Fall Geld. Hier haben wir noch ein Schwarzgummi.
So, wo ist Leta King? Da ist Leta King. Wir haben die Escort-Mission zumindest schon mal geschafft. Das ist sehr schön. Nein, ich möchte den Dungeon noch nicht verlassen. Ab jetzt können wir das Ganze relativ gechillt angehen. Und erstmal gechillt in der Sackgasse laufen. Ja, der Feuerberg ist ab hier ja keine große Bedrohung mehr für uns. Ebene 10 und 12 sind, glaube ich, die restlichen Missionen gewesen. Ebene 8. Hier liegt überall Geld rum, aber nicht sonderlich viel. Hier ist eine Ebene, also eine Treppe. Ach, der lebt ja immer noch. Das passiert, wenn Georockbrocks in die Lava fallen. Die sind butt. Noch eine Treppe. Hier müsste eine Zielebene sein, wenn ich mich recht erinnere. Der Magen knurrt. Mal schauen, ob wir es noch bis zum Ende aushalten. Okay, das war jetzt sehr knapp. Der hätte nämlich genauso gut drauf gehen können, bis wir ihn gefunden hätten. Nein, ich möchte den Dungeon immer noch nicht verlassen. Ich möchte das Abenteuer fortsetzen. Jetzt müssen wir hier noch die Treppe finden. Ich erreiche Level 24. Das ist sehr schön. Zwei Level noch. Halt, das Geld nehmen wir noch mit. Ebene 12 war die letzte Mission. Schwinde dich vor Hunger. Okay, ich esse jetzt doch mal einen Apfel. Dann geht's hier jetzt in Ebene 12 und dann müssten wir hier schon die letzte Mission haben. Fassade. Geheimpower. So, das ist auch nett. Ich brauche sie zwar jetzt nicht, aber die kann man alle super verkaufen. Da haben wir ja unseren Klienten. So, das Draschel ist gefunden. So, dann können wir den Dungeon jetzt verlassen. Wir haben alle unsere drei Missionen erfüllt. Das sollte jetzt eine Menge Punkte geben. So, da kriegen wir nochmal eine TM und 80 Retterpunkte. Kriegen wir noch ein bisschen Geld und ein Orangegummi und 40 Retterpunkte. Und was kriegen wir hier? Schockwelle. Das ist ja sehr nett. Da bin ich am Überlegen, ob ich mir die beibringen soll. Aber mal schauen. Am nächsten Morgen, das heißt, die Story geht weiter.
Was? Schon wieder ein Erdbeben? So viele Erdbeben. Ob sich das wohl irgendwann wieder gibt? Kilian, am Pokémon-Platz gibt es einen Auflauf. Es haben sich bereits viele Pokémon dort versammelt. Lass uns am besten sofort zum Platz gehen. Oh, Lombrero, was ist denn hier los? Hey, Chrissy, nun, schau es dir am besten selbst an. Sieh mal, da ist Turtok. Tangolist, was ist passiert? Sie wurden vernichtend geschlagen. Im unterirdischen Dungeon. Du nimmst mich auf den Arm. Ach, dieser Ort. Ist ganz schön heftig dort. Wir sind noch nicht einmal bis zu Groudon vorgedrungen. Ich will nie wieder an so einen schlimmen Ort. Dieser unterirdische Dungeon ist weit schlimmer als erwartet. Diese Narren. Das kommt eben davon, wenn man das Unmögliche versucht. Gengar, was sagst du da? Wir müssten es doch einfach versuchen. Es geht um die Rettung von Simsalas Team. Denken ist nicht euer Ding, was? Sogar die sehen da cleverer aus als ihr. Es ist zu viel, sogar Turtok wurde besiegt. Es wird richtig hart. Wir gehen auch schon freiwillig in einen so gefährlichen Dungeon. Unmöglich, ich kann da nicht hin. Ich fange zu leicht Feuer. Ich hasse Erdbeben. Es ist wie mit offenen Augen in dem Verderben entgegenzusehen. Leute. Seht ihr? Sogar die kapieren endlich, was abgeht. Ich würde mir all meine Blätter verbrennen. Selbst Tangolist. Seht's doch ein. Ihr glaubt doch nicht im Ernst, ihr kriegt eine Belohnung nur, weil ihr es versucht habt. Seid weise und lasst das mit der Abenteuerreise. Und alles, was sich reimt, ist wahr. Kilian, ich bin ratlos. Was sollen wir jetzt machen? Selbst wenn es unmöglich sein sollte, sollen wir versuchen, Simsala zu retten? Ja, natürlich machen wir das. Ja, das denke ich auch. In Ordnung. Hört mal alle zu. Wir gehen. Wir werden Simsalas Team retten. Was? Was haben Sie gesagt? Okay. Hey, wer sind die überhaupt? Ich kenne sie nicht mal. Es ist das Team TGE. Hier in der Gegend kennt man sie. Team TGE? Du meinst die, die angeblich mit der Vulnuna-Legende zu tun haben? Davon habe ich gehört. Waren sie nicht noch vor kurzem Flüchtlinge? Ob sie es schaffen können? Sehr zäh sehen sie nicht aus. Es stimmt, vielleicht sind wir damit tatsächlich überfordert. Aber wir sind immer noch ein Retterteam. Pokémon zu helfen, die unter Naturkatastrophen leiden. Das war der Grund für uns, ein Retterteam ins Leben zu rufen. Deshalb möchte ich Simsalas das Team und alles in der Welt retten. Niemals aufzugeben, das ist der Stolz von Team TGE. Ihr seid wirklich nicht die Hellsten, was? Warum macht ihr nicht das, was alle anderen auch tun und verhaltet euch intelligent? Nein, Chrissy hat recht. Hä? Ja, wirklich. Ich konnte nicht mehr klar denken vor Angst. Wir haben alle das Wichtigste vergessen. Wir sind Retterteams. Stolz. Wir können auch stolz sein. Darauf, dass wir Retter sind. Seid ihr bescheuert? Warum hört ihr auf diese Witzfigur? Warum wollt ihr euch das antun, wenn die Lage vollkommen aussichtslos ist? Tatsächlich. Wir haben es erst einmal versucht. Turtok. Das ist nicht die Zeit, untätig herumzuliegen. Ja, Schluss mit diesem Wehe mir selbst Mitleid. Wenn wir jetzt aufgeben, ist alles vorbei. Nicht mit mir. Octillery und auch Geowas.
Das klang vor einer Weile aber noch ganz anders. Jawohl, so ist es. Es muss Wege geben, die wir nehmen können. Wenn wir uns alle zusammenreißen, finden wir bestimmt einen Weg. Wir meistern den Dungeon, in dem alle Retterteams kooperieren. Tickt ihr jetzt alle komplett aus? Aber sagt nachher nicht, ich hätte euch nicht gewarnt. Viel Spaß mit dem Land der Schmerzen. Danke, Chrissy. Du hast verhindert, dass wir das Wichtigste in unserem Leben wegwerfen. Unseren Stolz. Vielen Dank von uns allen. Auf jetzt. Wir müssen an die Arbeit. Zeigen wir ihnen, was wir Retterteams wirklich drauf haben. Wir wurden aufgehalten, da wir Probleme mit Gengar hatten. Aber jetzt können wir auch in den unterirdischen Dungeon gehen. Wir werden zwar erst morgen aufbrechen, aber ich bin jetzt schon ganz aufgeregt vor Freude. Wir sollten uns heute gut auf den Dungeon vorbereiten. Lass mich wissen, wenn du zum Aufbruch bereit bist. So, ja, da gehen wir jetzt erstmal eine Runde shoppen. So. Ach ja, stimmt. Ich habe mal wieder keinen Platz für weitere Items. Dann verkaufen wir halt erstmal was. Die Anziehung braucht man nicht. Auch wenn es eigentlich eine ziemlich starke TM ist in Mystery Dungeon. Schaufel habe ich auch nochmal gefunden. Na gut, brauche ich jetzt auch nicht. So, was haben wir denn noch? So viele TMs hier. Die Fassade verkaufen wir. Geheimpower. Und den Raub brauchen wir auch nicht. Die Schockwelle, die behalte ich jetzt mal noch. Ich glaube, die bringe ich mir selber bei. So, was hast du denn? Du hast keine Belebersamen, schade. So, dann schauen wir mal ins Lager, was wir da noch alles haben. Ich habe 9 Belebersamen auf Lager, das ist ja sehr schön. Zwei habe ich noch dabei. Dann... Moment, kann ich die TM eigentlich gleich benutzen? Ja, kann ich sogar. Dafür mache ich mal den Ruckzuck-Hieb weg. Oder ne, das geht nicht. Aber ich nehme jetzt auf jeden Fall noch ein paar Belebersamen mit. 5 Stück möchte ich dabei haben. Die Magmahöhle ist nicht ohne. Dann, weil wir ja wieder einen Bosskampf haben, nämlich Groudon, nehme ich auch einen Schlafsamen mit. Den kann man nämlich immer mal brauchen. Einen Apfel nehme ich auch mit. Vielleicht einen zweiten. Die gebrauchte TM verkaufe ich dann. So, das ganze überschüssige Geld. Kommt dann zu Snoopy Cut. So, haben wir langsam richtig viel Geld auf Lager. So. Ich würde sagen, ja. Wir sind dann wohl soweit. In Ordnung, wir sind soweit. Heute Nacht sollten wir uns gut ausschlafen. Wir brechen morgen auf.